Dort, wo man Schwarzenberg auf der B101 in Richtung Grünstädtel verlässt, steht seit längerem ein Baustellenschild vor der Mauer am Straßenrand. Das gehört zum Brückenneubau am Gewerbegebiet Raschauer Weg und wird verschwinden. Aber nicht, weil die besagte Brücke fertig ist, sondern weil die Stützmauer hinter dem Schild auch gebaut wird. Mit Konsequenzen für die Autofahrer. Mit Ferienbeginn wird die B101 hier ab 11. Juli voll gesperrt. Die Sperrung wird bis Ende der Sommerferien dauern, später soll dann in den Herbstferien nochmal voll gesperrt werden. Wenige hundert Meter weiter gibt es in Schwarzenberg eine weitere Baustelle auf der B101. Bisher konnte der Abschnitt vom Kreisverkehr am Viadukt bis zum Hotel Neustädter Hof einspurig als Einbahnstraße befahren werden. Das geht bald auch nicht mehr. Gleichzeitig mit der Sperrung für den Stützmauerbau wird hier die halbseitige Sperrung auf eine Vollsperrung ausgedehnt. Doch nicht nur in Schwarzenberg müssen sich Autofahrer auf Umleitungen einstellen. Am 13. Juli sollen folgende Straßen voll gesperrt werden. In Annaberg-Buchholz die Bärensteiner Straße, die B95 und das Stadtzentrum verbindet. In der Ortslage Thermalbad Wiesenbad der Verkehrsknoten Freiberger Straße, Plattentalstraße. In Schlettau die Böhmische Straße zwischen Haus Nummer 53 und 55, hier nur für 2 Tage. In Deutschneudorf die Talstraße Richtung Deutsch-Katharinenberg. In Groß-Olbersdorf die Warmbadstraße. In Gelenau die Straße der Einheit. Und in Scharfenstein die Hopfgartener Straße. Auch die von uns bereits für den 6. Juli angekündigte Sperrung der S-270 in Zwönitz Richtung Grünhain war nur aufgeschoben und nicht aufgehoben und wird in diesem Sommer Autofahrern Probleme bereiten. Doch wenn man diese Bilder sieht, sieht man auch ein, dass gebaut werden muss.